Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mit der lieben Michelle ein kleines Tauschpäckchen gemacht, habe allerdings nicht gefilmt, was ich ihr geschickt habe, weil in letzter Zeit hier ziemlich viel Trubel war und immer noch ist und deswegen hatte ich da jetzt nicht so große Zeit und ja, den Aufwand und so weiter. Wir haben auf jeden Fall, hat sie mir bei Insta-Sale, hat sie mir was abgekauft, beziehungsweise abgekauft und ich habe mir was bei ihr ausgesucht. Was war das nochmal? Eine Kerze? Oder so, glaube ich. Ich bin schon nicht mehr im richtigen Film hier. Und da haben wir das ein bisschen verrechnet und dann haben wir noch gesagt, ein paar Teile Kosmetik, ich glaube 20 haben wir da gesagt, ja, und ein bisschen Wachs. So, da schaue ich mal. Oh, guck mal, ich habe hier Hanuta Brownie Style, hat sie mir ein paar reingelegt. Oh, eins, zwei, drei, oh, da freuen wir uns aber drüber, also auch mein Freund. Dankeschön. Und ein paar Milchschokoriegel. Boah. Gut, okay, dann schauen wir mal. So. Ich habe zuallererst, sehe ich hier, Goose Creek Winter Wonderland. Den mag ich doch. Ah ne, das ist gar nicht Goose, das ist Kringle, was ich mag. Das ist ein Goose, ist das nicht Sensi? Oder vielleicht hat man das da dran eingegossen, kann natürlich auch sein. Ich rieche nicht viel, vielleicht weil das gerade der Postbote gebracht hat. Also hier rieche ich tatsächlich nicht viel, da muss ich dann nachher nochmal schnuppern. Dann haben wir hier Yankee Candle Sparkling Angel. Mhm. Ja, der riecht gut, aber einfach nur nach Pinienwald, aber eiskalt. Ja, mag ich auch. Finde ich gut. Dann haben wir Eisflower, Pink Sugar und Sugar Milk. Oh, da bin ich aber immer. Na, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gucken wir mal. Nee, das gefällt mir nicht. Boah, das sind Schweißfüße per excellence. Also krass. Der wird weiter wandern. Dann habe ich hier von Sensi Cherry Lemonade. Ich weiß nicht, warum diese Dinger hier, die tausche ich immer weiter, weil mir ist das zu umständlich, das da rauszuholen. Aber für zum Schnuppern ist das mal cool. Aber ich muss auch sagen, hat schon sehr Klostein. Warum? Durch die Limonade? Ja, tue ich eher dahin. So, da ist aber noch so eins. Das ist von Sensi Grapefruit und Acai. Das könnte mir vielleicht ein bisschen besser gefallen. Da rieche ich noch nichts, aber das werde ich dann gleich nochmal schnuppern. Ich denke, das ist einfach zu kalt noch. Goose Creek, Moment in Time, den kenne ich. Den mag ich aber auch. Ja, den mag ich. Das ist ein seifiger Duft. Parfümig. So in der Richtung, aber ich kann euch nicht sagen, was da drin ist. Für mich leitet also diese Farbe, da denke ich immer an Tannenbaum, aber das riecht nicht nach Tannenbaum. Aber es ist ein angenehmer Duft, auf jeden Fall seifig und parfümig. So, dann haben wir hier Drift Away von, ich weiß es nicht, kann man nicht lesen. Mm. Oh, ist der überlagert worden? Der riecht für mich sehr stark nach Maggi. Nee, den mag ich nicht, den mag ich nicht. So, dann haben wir hier von Traumdüfte Kaschmir Petals, den mag ich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, weil das kalt ist. Hier rieche ich nämlich nicht viel, obwohl ich weiß auch, dass Kaschmir Petals ein sehr dezenter Duft ist. Aber ja, das passt aber schon. Flanell haben wir hier auch noch von Traumdüfte. Ja, den mag ich. Das ist ja ein Bath & Body Works Dupe. Würde mir davon keine ganze Kerze holen, aber für hin und wieder mal ist der echt schön. Dann haben wir hier Egyptian Cotton von Kringle. Ja, das ist ein sehr beißender frische Wäsche-Duft, finde ich. Also den kann ich nicht anmachen, wenn mein Freund hier ist. Und ich habe da auch immer so ein bisschen Nasenkribbeln bei, weil er so ein bisschen ist wie Clean Cotton von Yankee Candle. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der hier weiter wandern wird. Dann haben wir hier Wildest Dream, den hatte ich mal als Kerze, fand den als Kerze sehr schwach, habe den eingeschmolzen und viel davon verkauft.
Ja, Wildest Dream ist auch jetzt nicht so der, wo ich sagen würde, boah, ist der mega, holt euch den oder so. Den kann man mal lüfteln, werde ich auch mal tun. Ist allerdings jetzt kein Kandidat, wo ich sagen sollte, hier, wow, ne? Dann haben wir hier Winterglow. So ein Stück. Sieht so aus, als wäre das mal von mir gewesen, weil ich schneide die nämlich auch mal so ab. Ja, Winterglow ist sehr zarter Duft, der jetzt auch nicht als Glas oder so mir einziehen würde. So, dann haben wir hier von Goose Creek Teak Wood Merlot, den mag ich. Hatte ich mal als Kerze, war mir zu schwach, habe ich dann, glaube ich, Dalinka vererbt, soweit ich weiß. Aber so als Melt finde ich den hin und wieder mal ganz schön. Ja, den mag ich. Das ist halt wirklich so ein kräftiger rote Traubeduft. Muss man mögen. Ich mag es aber. Oh, ich habe hier noch ein bisschen was Hüftgold. So, dann, was haben wir hier denn Schönes? Bath & Body Works Noël. Steht hier einfach nur. Ich kenne nur Vanilla Bean Noël. Aber ist auch, glaube ich, Vanilla Bean Noël. Riecht auf jeden Fall sehr stark danach. Weil ich habe den als Kerze. Ja. Ist ein sehr stark, also vanilliger Duft. Ja. Ist hin und wieder aber ganz schön. Ich mache den auch gerne mal mit was anderem so da mit bei. Mit anderen Sachen mischen. So, hier steht Winter Spice drauf. Das sieht für mich aus wie normale Teelichter, aber ich gehe mal davon aus, dass die natürlich auch ein bisschen duften. Oder auch nicht. Nee. Ja, doch, ein bisschen. Wovon sind die denn? Keine Ahnung. Vielleicht von DM oder so. Ja, die werde ich einfach als ganz normale Teelichter benutzen. So, dann haben wir hier, was haben wir denn hier Schönes? Goose Creek Tuscan Vineyard. Ich kenne den nur von Yankee. Von Yankee mag ich den. Da habe ich auch noch ein ganzes Glas von. Oh ja. Wobei der anders ist. Der hat ein bisschen was. Als würde man halt in so einem Weinkeller sein, wo noch so Fässer sind. Oh, der gefällt mir aber gut. Den mag ich. Sehr überraschend. Dann haben wir hier Pomegranate Gin Frizz. Ich denke mal, das ist abgegossen von Kerze oder so. Pomegranate Gin Frizz, das ist aus der neuen Yankee-Kollektion. Was heißt neue? Also die letzte neue. Und die habe ich auch bei Pieper mal gerochen. Ich fand den auch sehr schön. So ein spritziger. Hier ist nicht mehr ganz so viel Duft dran. Und vielleicht auch wegen den Tüten. Das sind nämlich auch Dufträuber. ja. Also im Laden war der definitiv intensiver. Da war der halt sehr spritzig und bärig und so. Ja. Dann haben wir hier Sensationals Magic Spell. Sensationals hatte ich gestern noch ein Meld an, den Egyptian Cotton. Mein lieber Scholli, erst habe ich am Anfang gedacht, soll ich zwei Würfel reintun? Ich war hinterher froh bei unserem Wohnzimmer, dass ich nur eins genommen habe, weil ich weiß nicht, ich hatte gestern auf einmal voll Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil er zu intensiv war. Ich hatte echt überlegt, den auszumachen. Aber der Duft war schon geil. Oh, der ist aber. Ah, ja. Den muss ich mal warm testen. Weil der hat für mich auch so einen Hang zum Klostein. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch eher so ein Sommerdüftchen, aber ich finde, da ist auch was Brausiges drin, weil Brausiges mag ich eigentlich. So, dann haben wir hier von Goose Creek Garden House. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da hat sie zu mir gesagt, ich tue dir da ein halbes Melt rein. Und dann schauen wir mal. Nee. Hattest du mir davon das Glas? Nee, ne? Reingetan. Ich weiß nicht mehr, was da war. Ah. Nee, der ist nicht meins. Da ist irgendwas drin. Was ist das? Nee, der ist nicht so meins. Da ist irgendeine Frucht drin, die überhaupt nicht meine Nase erreicht. Auf gar keinen Fall. Dann haben wir hier ein ganzes Clamshell von Rain, von Village. Und ich glaube, Dalinka mag den, oder? Den finde ich aber auch schön. Muss ich jetzt auch sagen. Also, ich hole mal raus das Stückchen hier. Doch, den mag ich. Ein schöner Sommerduft. Wenn es so richtig extrem heiß ist, macht er den hier an und dann kommt er in die Klimaanlage rein. So, dann haben wir ja noch ein Clamshell und von Bridgewater Candle. Das ist Tea Party. Oh, Tea Party hat manchmal oft so Kuchengerüche, obwohl ich hoffe natürlich, dass das jetzt so ein richtiger Teeduft ist. Der ist schön.
Aber ich rieche eher so was Blumiges. Den muss ich ausprobieren. Freue ich mich drauf. Cool. Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier... Oh, da ist noch ein Schokoriegel. So, da haben wir doch einmal die, ich sag mal, Kerze. Da haben wir nämlich hier was. Ah ja, genau. Boah, ich bin froh, dass das jetzt doch nicht Gartendings da ist. Weil, genau, die hatte ich nämlich eher so halbwegs abgekauft. Das ist die Warm Sunset. Das ist eine Dreidochtkerze. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich rieche nichts. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen warm werden lassen. Ich rieche noch nichts. Ich schreibe euch dann hier unten hin, wie sie, ob top oder flop. Aber ich, optisch sieht die ja schon mal sehr, 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 sehr schön aus. Sehr ansprechend für mich. Cool. Danke. So, und jetzt kommen dann halt die Beauty-Sachen so ein bisschen. Und da haben wir zum einen Bodylotion straffend von Nivea. Yeah! Hab nämlich keine Bodylotions mehr. Kommt gerade wie gerufen. Nee, aber ist cool. Tue ich meine Sammlung rein. So, dann... Oh, da kommen zwei Sachen hier raus. Einmal Dream Satin Liquid. Das ist ein Make-up, was ich jetzt im Moment auch verwende. Das ist ja cool. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Farbe ich habe. Aber ich glaube, das ist die helle Natural Ivory. Das finde ich natürlich cool. Danke. Und von Maybelline Illuminating Primer. So. Auch gut übrigens. So, dann haben wir hier noch... Oh, was haben wir denn hier Schönes? Dann haben wir von Sleek eine Palette in der Farbe Garden of Eden. Die habe ich noch nicht. Und das ist, soll schon was heißen. Ja gut, ich habe jetzt... So viele Sleek-Paletten habe ich nicht mehr, aber ja. Die Garden of Eden, heißt die jetzt so? Genau. Die wollte ich mir damals eh kaufen. Und ich finde die auch sehr, sehr schön. Dankeschön. Und dann von BU eine Eyeshadow-Palette. Die schaut so aus. Ist in so einer Metallbox. Geh auf. Oh, da kommt mein Freund. Und zwar haben wir hier diese Lidschattenpalette. Eigentlich sieht die sehr hübsch aus. Ne? Ich sag mal, die blaue okay, die blauen okay, aber der Rest sieht doch mal echt nice aus. Doch, gefällt mir. Dann haben wir hier von Warbur Mini-Einsatz, maximale Wirkung. Das sind so Ampullen. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Habe ich auch schon mal gehabt. Ich weiß, aber bei mir ist das halt immer so, ich weiß nicht mehr, wem ich was schicke natürlich. Ne? Aber das hier hatte ich auch mal, werde ich auch weitergeben. Ja. Ich mag Alverde Body Lotions nicht so gern. Die haben für mich immer so einen Eigengeruch. Dann lieber gar keinen Geruch. So, dann haben wir hier von Manhattan Stay Matte. Ist ein Liquid Lip Color Ding hier. Ja. Werde ich auch mal ausprobieren. Und von L'Oreal, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, diese Verpackung hier. Das ist die Farbe I Don't. Sieht aber gut aus. So ein, mal schauen, mal gucken, vielleicht trocknet der ja matt, keine Ahnung. So, weiter geht's. Haha, wie geil, ich glaube, ich habe dir diese hier in etwas größer reingelegt. Aber das ist eine Handcreme, ich glaube, meine war eine Bodylotion. Dann Ultra Sun Moisturizing, also ist auf jeden Fall so ein Lichtschutzfaktor 30, finde ich gut. Und dann haben wir hier noch von L'Oreal Tonic Lotion. Okay, cool. Ja, weiter geht's. Einen Essie-Nagellack in Grün. On the Roadie. Grün trage ich selten, aber wenn grün, ist das eine coole Farbe. So, dann haben wir hier von, machen wir erstmal das Kleine, von Maybelline ein, was ist das? Ist das ein Lidschatten? Ich gehe mal davon aus. Eyeshadow, ja. Farbe Gold Rush. Das ist dieser hier. Der sieht aber auch schön aus. Also der hat nur so ein, man kann damit quasi so einen Wet-Look auf den Augen machen. Schön. Und dann von Wet n Wild den Highlighter. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Sieht nicht so aus. Ich habe nämlich so eine Farbe. Das ist dieser hier. Muss ich mal schauen, ob das der ist, den ich schon besitze. Aber bisher gefallen mir die Make-up-Sachen. Aber du hast ein bisschen mehr reingetan als 20 Sachen. Kann das sein, Mausi?
So, dann haben wir hier von Catrice Liquid Camouflage Coverage. So, das ist so ein dünner Concealer. Genau. Werde ich benutzen. Dann von Wunder Extensions, ist tatsächlich auf Deutsch, ist eine Stain Mascara. Sieht gut aus von der Bürste. Werde ich auch benutzen. Schaut übrigens so aus. Und dann von Revaillou Beach Palm Magic Lip Gloss. Oh, der geht aber schwer zu. Also es ist dieser hier, die Verpackung gefällt mir eigentlich ganz gut und das ist diese Farbe. Wird auch mal ausprobiert. So, den hier habe ich schon, das ist ein Highlighter, genau. Den werde ich weitergeben von Oritza. Dann Catrice Prime and Care Spray mit Grapefruit Kiwi und so weiter. Ich habe zwar ein Setting Spray drauf, aber komm, mach ich mal. Oh, der Sprühkopf ist gut und boah, riecht das gut. Das riecht richtig gut. Der Sprühkopf ist super. So, dann haben wir hier von Otto Kern und von S. Oliver so zwei kleine Pröbchen. Hier haben wir nochmal ein Aloe Vera Gesichtsspray, finde ich auch cool. Für normale und Mischhaut habe ich jetzt nicht, aber dann werde ich damit einfach so mal zwischendurch einfach mein Gesicht ansprühen oder so. Wird auf jeden Fall auch behalten. Dann von Lancôme Highlighter Drops, finde ich auch cool. War gespannt, ob die Farbe okay für mich ist, werde ich mal in einem Style & Talk oder so probieren. Von Sisley ein Pore Minimizer und von Sisley habe ich schon mal ein paar Sachen so in klein gehabt und ich fand die immer gut. Instasal, das ist ein Liquid Highlighter, finde ich auch cool zum auch mal ausprobieren. Eine Schoki. So, dann haben wir hier einmal ein Produkt, was ich glaube ich weitergeben werde. Das ist von Essence Good Vibes Good Memories. Spring Kissed heißt das Blush, aber sieht schon cool aus. Es ist so ein bisschen zweifarbig. Boah, Leute, also mal ganz im Ernst, für Leute, die auf so eine Farbe stehen, das sieht ja mal richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der changiert, da ist er. Der changiert so in zwei Farben. Geil. Nur halt, meine Farbe ist nicht so meine Farbe. Maybelline City Bronzer. Ja, ich denke, der könnte auch gut passen. So, jetzt haben wir hier noch zwei so Päckchen. Und dann sind wir schon durch. Was heißt schon? Das war ja auch richtig schön hier, das Päckchen. Oh, ein Maybelline Schwämmchen. Und von Aqua Colonia White Peach und Koriander. Ich denke, das werde ich weitergeben, weil ich mag überhaupt keine Pfirsichgerüche. Und dann haben wir hier schon das Letzte. Und zwar haben wir einmal von Trended Up Coco Bronze Golden Blush. Okay, das sieht ja mal schick aus und das sieht sehr, sehr neu aus. Der scheint mir aber dann tatsächlich zu dunkel zu sein für einen Blush. Und für einen Rouge zu glitzy. Muss ich mal schauen. Dream Matte Blush Flirty Pink ist so ein Tiegel hier, wie so ein Tattoo. Oh, der ist komplett neu. Okay, der wird in der Verlosungsbox wandern. Ja, das war ja mal cool, oder? Ja, also ich danke dir, liebe Michelle. Das war ein richtig schönes Paket. Ich hoffe, deine Sachen sind auch heil angekommen. Ja, also ich sag mal, der rote hier, der ist immer noch nicht trocken. Das ist kein Liquid Lipstick. Den werde ich, denke ich, dann auch aussortieren. Ja, und die anderen Sachen werde ich dann einfach mal probieren. Bei dem hier bin ich mir auch noch nicht so sicher, weil ich habe sowas von Colourpop. Muss mal eben versuchen, ein bisschen abzumachen. Ich habe doch hier so ein, ja, ich denke, das ist zwar kein Make-up-Entferner, aber den werde ich jetzt erstmal benutzen dafür kurz. Geht nicht ab. Naja, gut. Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.